Hallo und alle Helden da draußen, mein Name ist Sebastian und heute geht es hier um einen Schwerstarbeiter und zwar meine Festool Tauchsäge TS55. Die hat jetzt 5 Jahre Einsatz hinter sich, ich will fast schon sagen Kriegseinsatz hier bei mir hinter sich und ich denke, es ist für euch vielleicht auch ganz interessant, wie meine Meinung, meine Erfahrungen sind mit dieser Säge nach 5 Jahren. Also fangen wir jetzt an und der Anfang ist eigentlich relativ schnell gemacht. Wenn ihr wissen wollt, wie meine Erfahrungen sind und nur ganz kurz und knappe Zusammenfassung, geiles Teil. Wenn das für euch reicht, ausschalten. Wenn ihr alle Infos zu dem Gerät haben wollt und welche Erfahrungen ich im Detail gemacht habe, dann jetzt genau hier bleiben. Am Anfang eine wichtige Info und zwar hier oben steht Werbevideo. Das muss ich ja hinschreiben aus rechtlichen Gründen und bla bla bla. Aber ich bekomme von Festool nicht 1 Euro dafür. Ich habe die Maschine vor 5 Jahren gekauft. 5 Jahre im Kriegseinsatz war die Maschine bei mir. Ihr kennt ja meine ganzen Videos. 105 Videos habe ich mit der Maschine gemacht. Und ergo, ich bekomme hier keinen einzigen Cent dafür. Und was ich euch gerne mitgeben möchte, ist erstmal wirklich, wie kam ich zu der Maschine? Und zwar als allererstes war es so, ich habe eigentlich fast nichts gehabt. Ich hatte einen Akkuschrauber und habe mir überlegt, welche Maschine bringt mir am meisten für relativ wenig Geld im Verhältnis. Und ich habe hin und her überlegt, was kaufst du? Und habe überlegt, eine Tischkreissäge oder eine Tauchsäge. Handkreissäge kam für mich nie in Frage, weil dieses krackige Einstellmachen und Tun, das braucht kein Mensch. Tauchsäge oder gar nichts. Das ist meine persönliche Meinung. Auf der Baustelle kann man auch mal eine Handkreissäge nehmen. Aber wir wollen ja hier so kleine Projekte bauen, wo es eher auf Präzision ankommt. So, und dann habe ich mir am Ende gedacht, was nimmst du? Und dann habe ich genau diese Säge hier gekauft. Und das war meine teuerste Investition damals, ja. Die Säge hat, glaube ich, gekostet so um die 500 Euro. Und zwar, schaut mal hier drauf, wir haben hier eine TS55 REBQ. Übrigens, eine kleine Übersicht über alle verschiedenen Versionen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr noch besser sehen, was vielleicht für euch die beste ist. Und das, was ich gekauft habe, war eine FS Plus. Wofür steht FS Plus? Und zwar für, du bekommst als Paket das Teil plus Führungsschiene. Und die Führungsschiene hier brauchst du. Du kannst mit dem Gerät eigentlich nicht vernünftig arbeiten ohne die Führungsschiene. Und wenn du dir überlegst, für rund 500 Euro, das ist eine ganze Menge Geld, kriegst du auch schon hier eine PDS-10 und da hast du schon eine Menge Zubehör. Ich glaube, die kostet irgendwie so 300 Euro oder so. Und wenn du jetzt überlegst, was machst du, habe ich aber trotzdem gesagt, das Gerät hier ist ultra kompakt. Und jetzt kommen wir aber zu meiner Meinung, zu meinem Feedback von der ganzen Sache. Jetzt schauen wir mal, erst einmal, dass ihr seht, die war echt im Kriegseinsatz, ja. Hier unten seht ihr das auch. Also ihr seht hier wirklich die Maschine, hier ist ein bisschen schon Schmauspuren dran, hier am Splitterschutz, hier unten überall der Lack ab. Und so sieht die Maschine aus, wenn man sie 5 Jahre lang benutzt. Also ihr habt hier ja unten ein bisschen Harz auch dran, das habe ich ein paar Mal schon wieder abgeputzt. Schauen wir mal von der anderen Seite. Hier werdet ihr sehen, hier ist nichts dran, außer ein bisschen Staub, ja, Feenstaub sage ich immer, oder sagt Sandra immer. Und ansonsten ist es das auch schon, ja, hier auch ein bisschen ist der Lack ab. Aber jetzt muss man sagen, wie oft habe ich diese Maschine benutzt? Und jetzt mal ganz im Ernst, ich habe die wirklich, wirklich, wirklich oft benutzt. Ich habe sie benutzt für vor allem Echtholz. Ich habe damit Eichentreppen gebaut, noch und nöcher. Also jetzt nicht gleich 100 Stück, aber das sind schon 2, 3 Eichentreppen gewesen. Und das ist eine Menge Eiche. Ich habe damit Waschtische aus Eiche gebaut und Buche und so weiter und so fort. Ihr kennt ja mein Projekt noch von meinem Wohnzimmertisch. Heidewitzka, was haben wir da Buche mitgesägt? Und ich muss sagen, diese Säge hat mir immer treue Dienste geleistet und deswegen ist es eine uneingeschränkte Empfehlung, wenn ihr sagt, Tauchkreissäge ist genau das, was ihr braucht. Und jetzt möchte ich euch noch mal kurz ein paar Details zu der Säge und auch, ja, was mir aufgefallen ist, zeigen. Schaut mal, hier sehen wir die Leistungsdetails
Und zwar haben wir hier so 1200 Watt. Angegeben auf der Festool-Seite wird sie nur mit 1150. Das finde ich ein bisschen komisch, aber um die 1200 Watt. Und ihr seht hier auch die Umdrehung. Wir haben irgendwo zwischen 2000 und 5000 Umdrehungen, je nachdem, wie ihr das Ganze hier einstellt. Stufenlos. Ja, manchmal nutze ich auch durchaus kleinere Stufen, aber auf Stufe 6 hat er entsprechend richtig Power. Power ist übrigens was ganz Wichtiges, ganz Witziges. Ich komme mal hier zu euch nach hier unten. Und zwar, die Frage ist nicht nur, sägt die Säge, sondern auch, wie lange sägt die Säge? Und ich habe jetzt gerade vor kurzem, ich weiß gar nicht, was jetzt zuerst rauskommt, ob jetzt die Treppe oder dieses Video, ich habe gerade eine Treppe gebaut. Und falls es noch nicht rauskommt, seid gespannt. Demnächst baue ich eine Treppe, ganz einfach aus Eiche. Und ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, 1 Kubikmeter Eiche gesägt an einem Tag mit dieser Säge, weil ich wissen wollte, ob man mit einfachsten Mitteln eine Treppe bauen kann. Und das habe ich mit der Säge hier gemacht. Und das war zwar für mich sehr anstrengend, für die Säge überhaupt nicht. Das hat die einfach überhaupt nicht gejuckt. Der Motor ist natürlich warm geworden dabei, aber das war es auch schon. Und gerade 55 mm Bohlen hiermit zu trennen, das ist schon echt Arbeit für so eine Säge. Dann möchte ich noch ein paar Sachen zeigen, die mir aufgefallen sind. Aber da fangen wir erstmal beim Thema Führungsschiene an. Die Führungsschiene hier ist 1,40 lang. Und 1,40 hat mir immer gereicht. Wenn ich was Längeres brauchte, habe ich was anderes genutzt. Dann habe ich einen Anschlag genutzt hier und so weiter und so fort. Ganz toll bei dieser Führungsschiene ist, schaut mal hier unten runter, ist das hier. Dieses Moosgummi, was hier unten drunter ist, schafft Folgendes, dass das Ding hier wirklich bombensicher sitzt. Das ist also recht fest. Schauen wir mal, wir legen das mal hier drauf, hier auf eine Tischplatte. Ihr seht, ich versuche es mal wegzudrücken. Es geht nicht. Also keine Chance. Das sitzt so fest, wenn ich hier richtig ziehe, aber hier Druck ausüben, das ist schon schwierig, weil du hast ja die Säge hier drauf. Ja, jetzt sehen wir mal, wie es aussieht. Du hast die Säge hier drauf und schiebst hier drüber. Selbst wenn du hier, ich drücke mal bewusst in diese Richtung hier, ja. Ihr seht, ich kriege sie nicht weggedrückt. Das hat den Vorteil, dass das hier natürlich immer schön fest ist und dass ihr es nicht jedes Mal einzwingen müsst. Also ihr müsst die Zwingen, die man dazu bekommt, nicht immer benutzen. Ich bin ganz ehrlich, ich benutze sie fast nie, also fast nie für diesen Einsatzzweck, weil ihr könnt nämlich Folgendes machen. Ihr habt hier, und ihr seht auch, die Zwingen habe ich auch schon so lang. Schaut mal hier, die sind auch schon gut im Einsatz gewesen, da habe ich schon viel mitgemacht. Ihr könnt jetzt hier Folgendes machen. Ihr könnt die hier einfach reintun, weil sie sind ein bisschen dreckig, ich nehme mal die andere. Ihr könnt die einfach hier reintun und dann könnt ihr sie hier am Holz festzwingen. Ja, dann ist das Ganze fest. Nicht mit der Hand nachmachen, tut weh. Dann habt ihr das Ganze festgezogen, wenn ihr euch das hier anschaut. Und schon ist das Holzstück hier fest und es kann auf jeden Fall nicht mehr verrücken. Auch hier ganz einfach wieder zu lösen. Und los geht's. Also die Schiene macht richtig Spaß. Ihr habt die in so vielen Videos schon von mir gesehen. Und ein kleiner Hinweis, falls ihr euch das System hier mal kauft, ihr werdet am Anfang merken, dass die Schiene nicht passt, beziehungsweise dass das Gummi hier vorne nicht passt. Dann müsst ihr einfach nur Folgendes machen. Ihr setzt die Maschine drauf und dann könnt ihr die ja hier eintauchen. Und dann werdet ihr sehen, dass das Gummi und das Sägeblatt sich berühren. Das ist ganz normal. Ihr müsst beim ersten Mal die einsägen. Das heißt, ihr müsst wirklich das Ganze einmal hinlegen und dann mit der Säge, mit der eingeschalteten Säge an dem Gummi entlang fahren. Und dann wird sie hier entsprechend eingesägt. Also da nicht wundern. Kommen wir vielleicht mal zur Benutzung, weil ich es jetzt schon ein paar Mal jetzt hier gemacht habe. Und da drehe ich das Ganze mal für euch hier. So. Also wie benutzt man so eine Tauchsäge? Eigentlich ganz einfach. Bei einer Handkreissäge ist es ja so, dass ihr den Tisch hier unten immer verstellt. Bei einer Tauchsäge ist es so, dass ihr hier oben das Ganze entriegelt. Ja, vielleicht kann die Kamera hier mal schauen. Hier oben dieser Hebel hier wird entriegelt.
Und dann kann man es entsprechend nach unten drehen, unten drücken und dann könnt ihr sägen. Ja, dann könnt ihr dann lossägen auf die Tiefe, die ihr hier einstellt. Mehr ist das Ganze hier eigentlich auch nicht. Hier könnt ihr übrigens nochmal die Führungsschiene fein justieren, dass es auch ordentlich eingestellt ist. Und dann gleitet das Ganze hier, ihr seht, auch perfekt auf der Schiene entlang. Jetzt schauen wir uns mal nochmal die Tiefeinstellung an. Ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Ich finde es gut gelöst. Manchmal hakelt es ein bisschen, finde ich, aber das ist vielleicht auch Geschmackssache. Ihr drückt das hier rein und könnt dann hier die Tiefe einstellen. Das heißt hier die Tiefe ohne Führungsschiene und hier die Tiefe mit Führungsschiene. Also manch einer weiß das vielleicht nicht, aber die Führungsschiene nimmt einen natürlich auch Höhe. Wie ihr seht, sind das, ich weiß gar nicht, ich glaube 5, 6 mm, die euch das hier an Höhe nimmt. Und dann könnt ihr hier nochmal fein justieren über die kleine Einstellung hier. Das ist eigentlich schön gelöst. Und dann könnt ihr entsprechend loslegen oder lossägen. Jetzt kommen wir auch vielleicht zu einem kleinen Manko an der Säge. Beziehungsweise eine Sache, die ihr wissen müsst. Ich muss das mal zur Seite nehmen. Ihr habt jetzt hier, wenn wir das jetzt mal auf die maximale Tiefe stellen, seht ihr hier 55 mm. Ja, 55 mm ist schon eine ganze Menge, aber 55 mm heißt, wenn die Säge jetzt so steht, und ich zeige euch das mal hier vorne, dann haben wir hier 55 mm die Säge ausgefahren. Ja, das ist super, aber mit Führungsschiene wären es dann schon nur noch 49 mm. Und wenn wir jetzt mal Folgendes machen, ich zeige euch das Ganze mal mit Echtholz. Wir haben hier eine schwere Eichenbohle. Eieiei. So, wenn wir jetzt hier die Eichenbohle mal nehmen, sehen wir jetzt hier, wie tief wir kommen. Ja, weiß nicht, wie tief kommen wir. Gerade so durch, wenn wir uns das angucken, weil diese Bohlen sind in der Regel irgendwo 52, 53 mm etwa tief. Schauen wir mal, er schafft es gerade noch so durch. Okay, aber wenn ihr so eine Bohle mit Führungsschiene bearbeiten wollt, dann passiert Folgendes. Das muss man halt beachten. Dann seht ihr, es reicht nicht mehr. Ja, dann haben wir hier zu wenig Platz. Und das heißt, wir müssen hier dann, wenn wir so eine Bohle hier bearbeiten wollen, wie die hier, die Eichenbohle, dann brauchen wir anderes Werkzeug. Das heißt, ihr könnt das in dem Fall dann hier natürlich mit einem Anschlag machen. Das heißt, dass ihr direkt auf der Bohle entlang fahrt. Ja? Ihr wollt es ja nur ablenken. Oder ihr nehmt die größere Version, die TS75. Die hat dann 75 mm und damit kriegt ihr so ziemlich alles an Holz natürlich gesägt. Ich muss sagen, ich bin hier schon öfter an meine Grenzen gestoßen. Man kriegt es in der Regel ganz knapp dann gesägt, wenn man direkt drauf arbeitet. Aber man muss das wissen. Wenn man in der Regel dann mit fitziger Holz arbeitet, also das sind 42, 43 mm, ist es überhaupt kein Problem, auch mit Führungsschiene zu arbeiten. Zur Tiefe nochmal etwas, denn man darf sich davon übrigens nicht täuschen lassen. Ihr könnt ja hier das Ganze auch einstellen. Ja? Ihr könnt hier das Ganze einstellen auf 45 Grad, also von 0 bis 45 Grad, beziehungsweise auch minus 1 Grad und 47 Grad. Aber wenn wir jetzt hier auf 45 Grad das Ganze stellen, das ist eigentlich relativ einfach, wenn ihr das hier, könnt das hier einfach einstellen. So, dann sind wir auf 45 Grad. Das Ganze festziehen und dann war es das schon. Jetzt haben wir aber eine Sache, und zwar dadurch, dass wir schräg sägen, schaffen wir nur noch 43 mm. Das ist wichtig, das müsst ihr beachten. Das heißt, ihr schafft nur noch 43 mm bei einer 45 Grad, bei einem 45 Grad Winkel. Und dementsprechend wird das Ganze natürlich auch etwas weniger. So, kommen wir zu ein, zwei Dingen, die mir aufgefallen sind an der Säge, die man wissen sollte. Und zwar fangen wir mal erstmal hier hinten an. Mal ein bisschen aufräumen für euch. Fangen wir mal hinten an, Thema Absaugung. Wir haben hier die Möglichkeit, die Absaugung reinzustecken, also entweder drauf oder rein. Ihr wisst ja, dass ich hier auch ein Original-Festool-Teil habe, was ich immer reinstecke. Ich benutze die Innenabsaugung, das heißt, ich stecke die Absaugung hier rein. Und da müsst ihr, ist mir Folgendes aufgefallen, das Ganze dreht sich hier. Das ist ja theoretisch gut und ist vielleicht auch eine gute Idee. Mich nervt das zu Tode.
Ich möchte nicht, dass sich das dreht, weil im Zweifel dreht sich das hier zu mir und dann verheddert sich das irgendwie. Ich habe das, und das sieht man hier auch, mit einem Klebestreifen festgemacht. Das heißt, ich habe einen Klebestreifen dran, dass es immer feststeht. Da kann ich viel besser mit umgehen, im Zweifel auch sonst zur Seite steht, dann ist gut. Ja, also das ist so meine Erfahrung. Ansonsten, die Absaugung der Maschine ist richtig gut. Die macht auch richtig Spaß, wenn ihr bedenkt, was da an Mengen an Dreck rauskommt. Bitte benutzt so eine Säge nur mit Absaugung. Also ansonsten habt ihr keinen Spaß an der ganzen Sache. Mal ein Schnitt ist okay, aber ansonsten nicht. Dann eine ganz interessante Sache, die ich glaube nur es bei Festool gibt, ist das da. Wenn man jetzt die Idee nicht kennt, dann denkt man sich, was ist das denn hier? Das ist der Stromanschluss. Ich hole mal das Stromkabel her. Und zwar haben wir hier das Stromkabel. Da sieht der Stecker so aus. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, dann den Stecker hier reinzustecken und dann festzudrehen. So, und jetzt habt ihr hier Strom an der Maschine. Das heißt, wenn ihr die verstauen wollt, dann einfach ab und dann ist gut. Und dann habt ihr das Kabel ab. Das Kabel hier ist 2 Meter lang, ist ein, oder 3 Meter, glaube ich. Ich kann es euch nicht genau sagen, aber das hat eine perfekte Haptik. Ist, ja, kann man nicht quetschen, machen, tun. Ist richtig gut gemacht. Und der große Vorteil ist natürlich, solltet ihr mal dieses Kabel ja, abreißen, kaputt machen, durchsägen oder was auch immer, ich hoffe nie durchsägen, dann ist nicht lustig. Auf jeden Fall könnt ihr einfach ein neues Kabel neben ranstecken und fertig. Ja, und wenn ihr mehrere solche Maschinen habt, habt ihr auch mehrere Kabel, könnt sofort weiterarbeiten. Ich muss sagen, für mich persönlich spielt es keine Rolle, bei mir ist das Kabel immer dran. Also hier in der Werkstatt ist das dran. Ich mache es eigentlich auch nie ab. Das ist jetzt nur fürs Video mal einmal abgenommen. Ansonsten, ja, war es das eigentlich. Ja, das passt schon. So, wir haben noch ein, zwei Sachen, die ganz wichtig sind und mir sehr positiv aufgefallen sind. Und ich möchte euch das jetzt mal in Echtzeit zeigen. Und zwar das Thema Sägeblattwechsel. Wie hakel hieß es, oder wie einfach ist es, das Sägeblatt zu wechseln? Und zwar relativ simpel. Ihr müsst einfach nur hier diese Schraube lösen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, Schraube lösen. Dann kommt der Splitterschutz ab. Schon ein paar Tage her. Dann haben wir hier einen Schlüssel mit drin. Finde ich super gelöst, dass er gleich hier im Griff mit drin ist. Einfach hier rausziehen. Dann haben wir hier die Arretierung. Das braucht ihr nur einmal hochstellen. Und dann rastet die Maschine ein. Ihr merkt hier, rastet ein. Und dann dreht sich das auch nicht mehr. Finde ich super gelöst. Und dann könnt ihr hier schon ganz einfach das Ganze rausdrehen. So. Naja, eigentlich nicht so. Sondern so. Und dann kann man das Sägeblatt hier ganz einfach raustun und wieder reintun. Also ich finde es super gelöst. Es ist wirklich einfach gemacht. Und ihr seht jetzt hier wirklich in Echtzeit im Video, ja, wie leicht das Ganze ist. Und Sägeblatt, gutes Thema. Ich persönlich benutze hier nur Original-Festool-Sägeblätter, weil ich mit denen viel bessere Erfahrungen gemacht habe. Hier das Pantherblatt natürlich, weil ich hier viel Spaß mit Echtholz hatte. Ansonsten gibt es ja auch jede Menge andere Sägeblätter mit verschiedenen Zähnen. Da einfach mal schauen, was für Material ihr relativ häufig seht. So, und jetzt müssen wir es nur noch wieder reinstecken hier. Festmachen und dann war es auch schon. Dann war es das auch schon. Ja, ihr seht also hier, wunderbar. Und es geht echt schnell. Hier nur noch wieder entriegeln. Und dann war es das. So, jetzt habe ich echt viel durchgequasselt, aber ich habe gemerkt, es war nur ein einziger Take, weil ich kenne diese Säge aus dem FF und ich kann jedes an dieser Säge ja euch erklären, zeigen, tun, machen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann schreibt das mal bitte unten in die Kommentare. Ich beantworte alle eure Fragen zu der Säge, Kaufberatung und so weiter. Vielleicht noch zwei, drei Kleinigkeiten. Das Gerät wiegt rund 4,5 Kilo. Finde ich damit eigentlich sehr gut ausbalanciert. Kann man eine Menge mitmachen. Also es wird nie zu schwer, weil ihr habt es ja eh auf der Führungsschiene und da gleitet es perfekt. Ansonsten wäre ein anderer Tipp noch, wenn ihr sagt, ihr wollt immer hier mit Eiche arbeiten und ein bisschen mehr damit machen, dann ist vielleicht die TS75 für euch die bessere Wahl. Keine Ahnung, müsst ihr für euch entscheiden. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Übrigens habe ich damit nur ein einziges Mal eine negative Erfahrung gemacht. Das fällt mir gerade ein. Siehst du, ich habe vorher überlegt, aber eine Sache fällt mir ein. Und zwar
habe ich hier das Garagendach gebaut. Da hat es geregnet und zwar in Strömen geregnet. Und ich habe gesagt, das machst du jetzt noch fertig. Und da ist die Säge nass geworden, da ist sie einmal ausgegangen. Also das Einzige, ist aber auch nicht negativ. So eine Säge sollte eigentlich nass werden. Ja? Also das ist das einzige Mal, dass sie gestreikt hat. Und zwar nachdem die etwa 10 Minuten im starken Regen mit mir schon gearbeitet hat. Ich glaube, das war nicht so gut. Also macht das nicht nach. Ansonsten hat sie nie auch nur einmal gezuckt. Jetzt ist aber die Frage, es gibt auf dem Markt ja noch viel mehr Sägen als diese. Es gibt zum Beispiel auch hier die GKT 55 von Bosch. Wenn ihr wissen wollt, wie die beiden sich gegeneinander schlagen, dann verlinke ich euch das hier oben. Ich mache bei GoToolsTV demnächst einen Test dieser beiden Sägen. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade noch nicht online. Wenn es da soweit ist, seht ihr es da oben. Das nur als Hinweis, da schaue ich mir mal die hier genauer an und wie die beiden sich gegeneinander schlagen. Ist ja auch ein etwas anderes Preissegment. Auf jeden Fall hoffe ich, euch geholfen zu haben. Würde sagen, Fragen immer unten rein und kommentiert doch mal, ob ich das noch öfter mit anderem Werkzeug machen soll. In dem Sinne, ja, werde Held in deiner Werkstatt.